Mit einem Spin-off und einem weiteren in der Warteschlange zeigt Yellowstone keine Anzeichen einer Verlangsamung. Ein Hauptbestandteil der Anziehungskraft der Serie ist zweifelsohne ihr schroffster Anti-Held Rip Wheeler, dessen Hingabe an John Dutton und die Yellow Ranch scheinbar keine Grenzen kennt. Und doch gibt es Grenzen, wenn es darum geht, was das Publikum in Bezug auf die oft kriminellen und vermeintlichen gewalttätigen Aktionen zu akzeptieren bereit ist, die Rip für nötig hält, um die Duttons und ihre Ranch zu verteidigen. Während der gesamten Staffel 4 hat ein anderer beliebter Charakter, Lloyd Pierce, mit dem Rancharbeiter Walker konstant Köpfe gestoßen. Walker hat Lloyds Freundin gestohlen und seitdem kann Lloyd seine Eifersucht und Wut nicht mehr im Zaum halten. Nachdem Lloyd in Episode 4 gegen die Regel keine Kämpfe in der Schlafbaracke verstoßen hat, entschieden Rip und John schließlich, dass die beiden ihre Probleme lösen sollten, indem sie sich gegenseitig die Seele aus dem Leib prügeln, obwohl John noch eine Falte hinzuzufügen hat. Rip verprügelt Lloyd nicht nur wiederholt in Episode 4 nach dessen anfänglichem Kampf mit Walker, sondern er schlägt ihn auch in Episode 6 aggressiv nieder und zerschmettert Lloyds Hand mit seinem Stiefel. Wichtig ist, dass Lloyds zweite Schläge nicht Rips Art sind, diese Regel zu wiederholen. Als Rip die Hand seines besten Freundes zerstört, liegt es daran, dass Lloyd sich weigert, sich von einem Kampf zurückzuziehen, den John Dutton Rip befohlen hat, Lloyd und Walker zu verpflichten, bis sie ihre Probleme bearbeiten können. Als Rip edel die Last übernimmt, Lloyd endgültig zu Fall zu bringen, kämpft Lloyd seit über einer Stunde ununterbrochen mit Walker. Vor der Premiere von Staffel 4 spekulierten die Fans bereits über Rip und Lloyds Kampf aus den Trailern und hatten einige ziemlich unterschiedliche Meinungen darüber, was nötig wäre, um so etwas zu rechtfertigen. Wie ein Fan im Subreddit der Serie schrieb, müsste Lloyd eine Kardinalsünde begehen, damit Rip ihn verprügelt. Oberflächlich betrachtet bestand Lloyds Kardinalsünde darin, Walker zu erstechen. Kratzen sie jedoch unter dieser Oberfläche und es wird klar, dass seine wahre Sünde darin bestand, Walker seinen eigenen persönlichen Groll wegen der Sicherheit der Ranch entgegenzubringen. Und so wird es uns zumindest gesagt. Es ist jedoch etwas komplizierter. Wie sich die Zuschauer erinnern werden, sollte Casey Walker in Staffel 2 töten, nachdem der Sänger gesehen hatte, wie Rip Jamie dabei half, einen Mord zu vertuschen. Casey konnte sich jedoch nicht dazu bringen, Walker zu töten. Ein Fehltritt, den Rip und Lloyd in Staffel 3 Folge 9 entdeckten. Aber Walker kehrte nicht wirklich alleine zu Yellowstone Ranch zurück. Walker tauchte in Dillon auf. Wären Lloyd und Rip einfach von der Bar weggegangen und hätten so getan, als hätten sie Walker nie gesehen, wären sie überhaupt nicht verpflichtet gewesen, ihn unter der Fuchtel der Ranch zu halten, da er eindeutig nicht daran interessiert war, den Behörden etwas zu melden. Dabei ist der größte Teil der Situation, die dazu führte, dass Rip gezwungen wird, Lloyd niederzuschlagen, eine Situation, die er größtenteils selbst verursacht hat und die anschließend nur schwer als ein weiterer Fall von Cowboy-Gerechtigkeit bezeichnet werden kann. Hinzu kommt es, dass der gesamte Konflikt zwischen Walker und Lloyd wenig oder gar nicht dazu beiträgt, die Handlung der Serie voranzutreiben. Und sie haben das Zeug zu einer Szene, die einfach eine Brücke zu viel überquert. Wenn es um Anti-Helden wie Rip geht, kann das Publikum ein ansonsten inakzeptables Maß an Gewalt akzeptieren, da es an die Erzählung gebunden ist. Diese Handlungen wären für unseren Sinn für richtig und falsch in der realen Welt entsetzlich, aber innerhalb des fiktiven Universums können sie gerechtfertigt sein. Nur wenn diese Gewalt über die Grenzen dieser Rechtfertigung hinausschwappt, entweder weil wir zu viel Sympathie für die Person auf der Empfängerseite gewonnen haben oder weil es nicht als legitim notwendige Handlung rüberkommt, beginnt unsere vorsätzliche Suspendierung der Moral der realen Welt zusammenzubrechen. Die Zuschauer hegen nicht nur enormes Mitgefühl für Lloyd, sondern es ist auch schwer zu verstehen, warum zwei Rancharbeiter und integrale Mitarbeiter bis zum Ende in einem Kampf im Gladiatorenstil geworfen wurden, nur um dann eine dieser Personen dafür zu bestrafen, genau das zu tun, was ihnen gesagt wurde. Es ist tatsächlich so schwer zu verstehen, dass mehrere Zuschauer in einem Reddit-Thread theoretisiert haben, dass die Szene nur wirklich existiert, weil die Show eine Situation für Rip herstellt, in der er Lloyd für selbstverständlich hält und dann erkennt, dass er sich geirrt hat. Ob diese Theorie aufgeht oder nicht, müssen wir einfach abwarten.